So, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu Tales of Zillia. Ja, wie ihr mitgekriegt habt, war die letzte Folge ein bisschen lang. Wird jetzt nicht mehr so sein. Aber machen wir weiter, denn unsere Freundin, oh, wie hieß sie denn nochmal? Auf alle Fälle, die Freundin von dem guten Jude hat gesagt, sie erwartet uns da vorne. Good to go. The mine's been closed for a while, so I hope you're ready for some spelunking. Ayo. Warte, erstmal Leia. Gut, okay. Und ihre Liliumkugel erstmal ausbauen. 8:30 hat die noch frei. Ayo. Jetzt weiß ich Bescheid. Sehr schön. Die hat noch voll viel. Dass ich ausbauen muss. Ach du Heilige. Ich weiß, dass ich so mich falsch entwickle für meine Charaktere, aber ich mag das trotzdem viel lieber. Ich bin so ein kleiner Perfektionist-Nazi, so finde ich. Also ist es ja halb so schlimm. Umso mehr man lernt, umso besser ist es. Wobei man sich auch falsch entwickeln kann, wollte ich dabei sagen. So. Aber so ist das manchmal, ne? So viel, ne? Was ich mache, Boss, das ist voll schlimm. Meine Herren. Ist die eigentlich auch eine Heilerin? Das wäre interessant zu wissen. Weil wenn ja, gibt es auch eine Möglichkeit. Aber das werden wir gleich feststellen. Gut, so. Sie hat also auch erste Hilfe. Die kann dasselbe wie er. Sie ist praktisch also ein. Okay. So, what was Benmont like? Come on, you have to tell me everything. Was it like super cosmopolitan? Were you able to make friends? I don't know. It was pretty normal. What, that's it? That's all you have to say? You're always boring everyone with long-winded explanations, but when I ask a question, I get the cold shoulder. Come on, you're blowing things out of proportion. Listen, you're gonna talk and you're gonna tell me everything. You have 10 seconds. 10, 9, 8. Well, there was a nurse at the school named Prin who was always really nice to me. But on the day I went to see my professor, I got attacked by a girl in red clothes. So then, I couldn't go back to the school anymore. Although that did result in me meeting Mila. Oh, and in terms of other friends, I met this girl named Elise. Fine, I got it! Message received loud and clear! You met all sorts of other girls while you were away. Good job, Jude! I'm so happy for you! I see you haven't changed a bit. Ajo, das war auch so nicht sicher die beste Erklärung. Sagen wir es mal so.
Gut, wir speichern und dann geht's ab ins Kämpfen. Denn ich habe ja ewig schon nicht mehr gekämpft. Und ein bisschen kämpfen jetzt, weil ich nicht wissen will, wie die gute Leia ist, werden wir wohl feststellen müssen. Aber wir werden uns ja auch mit der verlinken. Weil ich sehe schon, dass wir eine Menge Action vor uns haben werden. Warte, erstmal muss ich was machen. Keine Auto-Objekte. Ich habe zu viel in die reingesteckt. Ja, das ist... Der Healer sollte es vielleicht nicht tun, aber... Ah, jo. Sie kann Items stehen. Ah, jo. Genau, sie kann... Das ist sehr angenehm, dann kann ich meinen Item-Vorrat offen halten. Das ist sehr nett. Nee, das wollte ich nicht tun. Egal. Nein, das will ich auch nicht. Ich will das. Na, das will ich auch nicht. Ich vergesse immer, dass ich Healer auf nur Kreis habe. Der ist cool. Nee, das eigentlich nicht, aber gut. Okay. Okay, Leia ist nicht schlecht, wenn ich Items klauen will. Außerdem ist sie ziemlich cool. Keine Ahnung, vielleicht habe ich doch die falsche Entscheidung getroffen mit Jude am Anfang. Naja, vielleicht auch nicht. Jude ist schon ein ziemlich cooler Kämpfer, aber nicht sicher. Doch, dann wickelt sich mal. Ja, bleib hier. Danke. Wasserschutz. Ich habe keine Fähigkeiten bei ihr eingerüstet. Verdammt. Das ist sehr gut. Diebstahl plus ist immer gut. Okay, Schatzkörper. Mhm. Sonst wüsste ich jetzt nicht, was. Ansonsten hier so das Standard-Erdschutz.
Die Standardschutzsachen machen wir, sonst würde mir nichts einfallen. Okay, das ist sehr krass. Habe ich das hier auch? Letzter Widerstand? Nö. Cool. Ja! Legen wir los. Wow, you got really strong while you were away. And I see you're as merciless as ever with that staff. Care for a little sparring bout? Oh, that's right. Jude mentioned that he had a friend he used to train with. That must have been you. Yep. It started out as part of Leia's physical therapy. That's right. My mom was the instructor, and she trained us good. I see. But I can't respect a bully. Huh? I hear you beat Jude until he was covered in bruises. Look, I can explain. What are you telling other people? I can't believe you. Ah! Oh, sorry. Ah, now it all makes sense. Nicht wirklich. Aber ist okay. Ajo! Das wird jetzt eng werden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es ist fett. Du sollst zuschlagen endlich mal wieder. Meine Herren. Nicht sicher. Hier kriegt man schon ordentlich einen Stuff. Wo muss ich hin? Touch-Taste. Da geht's zur Mine. Das heißt, wir gehen hier straight durch. Bam! Die Hühnchen sind echt lustig. What the heck? Oh, sorry. Alter. Nicht Healer. Mach. Ach, kann ich nicht. Weil ich nicht genug Dings habe. Genug MP. Gut. Yes. Nochmal Steel brauchst du dich, aber wir können jetzt erstmal ordentlich zuhauen. Das sollte ich, glaube ich, öfters spielen. Das. Nicht sicher. Ich bin auch so wieder in diesem. Ah, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, Modus. Ah! So, erstmal speichern wieder. Wir haben es durch die Wälder geschafft. Aber ich hätte gerne wieder eine feste Gruppe, das wäre schon cool. So, jetzt sind wir in der Mine. Here we go. This must be the mine.
So, from what I understand, spirit fossils are a very particular color. Oh, and they make sounds too. Okay. Huh, crazy. Strange. It's like the miners quit in the middle of their work. Do you know what happened? No. Maybe there was some kind of accident. They might have closed the mine because it was dangerous. Hmm. That doesn't sound good. Come on, don't chicken out. We've come too far to quit now. You sure are fired up today. An adventure's waiting. Let's make the most of it. Ready to race? Whoever finds the most spirit fossils wins. Just be careful, okay? I don't want to see you get hurt. Oh, Jude, you always know how to poop on my party. Besides, shouldn't you be more worried about Mila than me? Now, let's see. I guess it's too much to ask to find some lying around in plain sight. Mila, wait here. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt no idea what I'm doing here. Hier ist auch eine Kiste. Cool. Das kann schon. Also, die macht mir so ein bisschen so, ne? So. Ja, das ist nicht sicher. Das ist heute so. Uncool. Das Ganze. Ich weiß nicht. Vor allem hier geht's auch nicht weiter. Laurent ist just like you said, Jude. A little boondocks town. Yeah, I guess it is. But Laurent is home to an awesome landmark. Oh? What is it? It's called the Laurent Lodge. It's a haven of rest and healing with delicious food and a family atmosphere. Mm-hmm. Is that any different from other lodges? It's actually just Leia's house. The family atmosphere part is true, though. Her mom will scold you if you don't clean your plate. And if you aren't out of bed for breakfast, she'll wake you. So I'm not so sure about the rest and healing part. Damn it, Jude! Not in front of potential customers! But it's all true, isn't it? The most remarkable thing about Laurent is that it somehow produces people like you two. I don't see spirit fossils anywhere. Maybe it's time to call it a day? You shouldn't overdo it with your condition. What do you mean, my condition? I haven't been sick since I was a kid. That wasn't that long ago. Wow. Welcome back, Jude. Let the nagging begin. What's that supposed to mean? And here I thought that Fenmont had changed you. You should stop worrying so much. Leia, listen to me. This is serious. Denied. I can't hear you. Die ist aber auch wie so eine kleine Prinzessin fühlt sie sich gefühlt auf, ja? Hat keine Ahnung, was sie da tut, gefühlt. Ah, nicht sicher. Ob man sich so verhalten sollte, ist auch nicht so eine Sache. Aber ich finde auch gerade keine Geisterfossilien. Und das ist ein guter Moment, um diese Folge zum Abschluss zu bringen.
Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Tales of Zillia. Bis dahin, danke, dass ihr zugeschaut habt. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und macht's gut und ciao.